wie man sich in der Kirche verhält, richtig, also ein Knigge für die Kirche, ist eigentlich gar nicht so schwer. Wenn ich in die Kirche komme, sollte ich eigentlich erstmal den Kirchenraum auf mich wirken lassen. Dann merke ich ganz automatisch, dass der was in mir bewegt, dass ich einfach ruhiger werde, wenn ich in eine Kirche hineinkomme. Trotzdem gibt es natürlich so einige Dinge, die man beachten könnte und beachten sollte, vor allem dann, wenn auch andere Menschen schon in der Kirche sind. Also die Kirche ist natürlich ein Ort der Ruhe, ein Ort des Gebetes, an dem Menschen so den Tag über hineingehen, wenn sie denn geöffnet ist, um eine Kerze anzuzünden, um für einen Menschen zu beten, der ihnen nahe steht. Und darauf sollte man natürlich Rücksicht nehmen. Und dann gibt es natürlich noch bestimmte Gesten, die man machen kann, wenn man in eine Kirche hineingeht. An jeder Kirchentür gibt es ja in der Regel ein Weihwasserbecken, also jedenfalls in der katholischen Kirche. Und immer wenn man dann durch die Tür hineingeht, kann man sich dann mit dem Weihwasser bekreuzigen, um sich so auch nochmal an seine eigene Taufe zu erinnern. Und wenn man sich dann selber in eine Bank setzen will, dann kann man zum Beispiel eine Kniebeuge machen vor dem Tabernakel. Also im Gottesdienst in der Heiligen Messe kann man eigentlich nicht so viel falsch machen als Kirchenbesucher, der sich nicht ganz gut auskennt, denn man kann sich eigentlich immer an den Messdienern oder am Priester orientieren. Wenn die Messdiener aufstehen, dann steht man eben mit auf. Wenn die Messdiener knien, dann kniet man sich eben mit hin. Also eigentlich muss man nur darauf achten, was vorne im Altarraum geschieht, und man kommt relativ sicher durch den ganzen Gottesdienst. Ja, warum faltet man eigentlich die Hände? Also, wenn ich die Hände falte, dann kann ich in der Zeit ja mit meinen Händen nichts anderes machen. Das heißt, das ist eigentlich die optimale Gebetshaltung, weil ich mich dadurch eben auch sammle und nicht durch andere Dinge und andere Beschäftigungen mit den Händen ablenken lasse. Also, wenn ich in die Kirche gehe, um zu beten, dann nehme ich mir die Zeit da wirklich ja nur für Gott und für mich, also für meine Beziehung zu diesem Gott. Und dann brauche ich keine Anrufe und dann schalte ich mein Handy aus. Also ich würde jetzt niemanden irgendwie rausschmeißen oder auch darauf hinweisen, wenn jemand mit einer Mütze, mit einem Käppi irgendwie in die Kirche kommt. Aber es ist natürlich schon sinnvoll, die Mütze dann abzuziehen als Zeichen der Ehrfurcht vor Gott und dass einfach auch nichts dazwischen ist, zwischen Gott und mir. Ja, am Ende des Gottesdienstes wird die Gemeinde dann mit dem Segen wieder in den Alltag entlassen. Der Priester gibt dann den Segen mit dieser Geste. Und die Gemeinde nimmt diesen Segen dann sozusagen entgegen, indem sie wieder das normale Kreuzzeichen macht.